Barcelona beim IBCC 11, dem großen europäischen Brustkrebskongress. Ein großes Thema zurzeit sind die Biosimilars oder Biosimilare, die sowohl in der fortgeschrittenen Situation als auch jetzt ganz frisch von der AGO, der Arbeitsgemeinschaft gynäkologischer Onkologen, festgestellt wurde, dass man die genauso sicher einsetzen kann wie das Originalpräparat. Ist dem denn wirklich so oder ist die Unsicherheit berechtigt? Also die Unsicherheit ist da. Ob sie berechtigt ist, daran arbeiten wir gerade. Ich glaube das nicht. Und wir Ihnen auch gerne sagen, warum. Also allererstes muss man sagen, wir in der gynäkologischen Onkologie beschäftigen uns ja jetzt relativ spät mit den Biosimilaren. In der internistischen Onkologie und auch in der rheumatologischen Indikation sind sie ja schon einer der Standards. Das Medikament, um das es im Moment geht, in der gynäkologischen Onkologie oder beziehungsweise vor allen Dingen bei Brustkrebs, deswegen sind wir auch auf dem IBCC hier, ist das Trastuzumab. Und es ist so, wenn man sich das Wort Biosimilare anhört, dann muss man sich wirklich die Wörter auseinanderpflücken. Das ist ein Biological, was similar, also ähnlich ist wie das Originalpräparat. In der Sprache der regulatorischen Behörden heißt das Originator. Das ist sozusagen das Biological, was zuerst hergestellt worden ist. Es ist so, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen sogenannten Generika, also einfach nachgekochten Medikamenten, und Biosimilaren, denn Biologicals kann man nicht einfach so nachherstellen. Und deswegen ist es auch so, dass der Prozess, der für diese Zulassung erforderlich ist, ein anderer ist, weil es sich dabei um biologische Medikamente handelt. Der Zulassungsprozess beinhaltet zunächst erstmal ausgedehnte Untersuchungen im Labor, um zu prüfen, ob das Molekül, was da hergestellt worden ist, wirklich die gleichen Eigenschaften hat. Das muss nicht das gleiche sein, aber die gleichen Eigenschaften hat wie das Originatorpräparat. Im Weiteren werden dann ausgedehnte pharmakokinetische, also auch pharmakokinetisch schwierig zu erklären, Eigenschaften, die über den Abbau des Medikaments etwas sagen und die Anfütterung des Medikaments etwas sagen, durchgeführt. Und es werden auch Untersuchungen an gesunden Freiwilligen durchgeführt, um zu prüfen, wie die Eigenschaften rein pharmakologisch dieses Medikaments sind. Nochmal ohne auf die Wirksamkeit zu schauen. Und im Weiteren werden dann Untersuchungen durchgeführt, bei denen in Indikationen, in denen das Originalpräparat zugelassen ist, das Biosimilar verglichen wird. Und dabei muss es dann zeigen, dass es eine ähnliche Wirkung hat. Das sind nie Punktlandungen und deswegen werden Ranges definiert, Bereiche definiert, in denen bestimmte Parameter, wie zum Beispiel die Komplettremission bei der neoadjuvanten Behandlung oder die Ansprechraten bei der metastasierten Erkrankung, ähnlich sein müssen. In der Regel sind das ja plus minus 13-15%, die da erlaubt sind. Das zeigt schon, dass es sich um ähnliche Medikamente handelt, nicht um die gleichen Medikamente handelt. Im Übrigen, wenn das Medikament deutlich besser wäre als das Originalpräparat, dann bekäme es keine Zulassung als Biosimilar, sondern dann wäre es ein neues Medikament mit einem ganz neuen Zulassungsprozess. Jetzt stellt sich ja die Frage, und das ist ja auch eine Frage, die immer im Raum schwingt und die ja natürlich auch viel diskutiert wird. Es gab gerade einen Artikel in der Sinologie von Herrn Till und ein paar Kollegen aus der Organkommission, ob es denn erlaubt ist, diese Indikation sozusagen zu übertragen. Wenn ich es also bei Brustkrebs untersucht habe, darf ich es denn dann an einer Indikation einsetzen? Oder wenn ich es beim frühen Brustkrebs untersucht habe, darf ich es dann auch beim metastasierten Brustkrebs einsetzen? Oder beim Trastuzumab, ganz wichtig, das Magenkarzinom spricht, wenn es Herzhormonpositiv ist, auch auf Trastuzumab an. Darf ich es da einsetzen? Und da ist es so, dass die Annahme sowohl der FDA, der amerikanischen Medikamentenbehörde, als auch der EMEA ist, ja, das darf man. Das wird in Fachkreisen zwar noch diskutiert, aber es gibt eigentlich nichts, was wirklich dagegen spricht. Und es werden auch im Rahmen des Zulassungsprozesses immer weiter Untersuchungen gemacht, um diese Gleichartigkeit sozusagen zu beweisen oder zu zeigen. Denn es ist schon so, dass sich alle dessen bewusst sind, dass das mit dieser Extrapolation, dass man das auf andere Indikationen überträgt, ein Problem ist in den Köpfen vieler Leute. Deswegen bemühen wir uns, möglichst viele Daten zu liefern dafür. Wir haben auch hier eine Untersuchung, die wir vorstellen, bei der wir genau für Trastuzumab, für eines der Biosimilars von Trastuzumab zeigen, dass eben die Zeit der Abflutung, das heißt die Konzentration im Blut vor der nächsten Infusion, genau die gleiche ist wie bei dem Originalpräparat, um eben zeigen zu können, dass wir nicht zum Beispiel mit höheren Dosen, Gesamt- oder höheren kumulativen Dosen arbeiten. Und diese Untersuchungen sind ganz wichtig, um das Vertrauen herzustellen, dass man das wirklich tun darf.
Sind denn dann die Nebenwirkungen auch vergleichbar oder können die auch anders sein? Die Nebenwirkungen müssen vergleichbar sein, sonst wären es keine Biosimilars. Und das wird sehr, sehr intensiv geprüft. Es werden alle, das Programm bei Biosimilars läuft so, dass natürlich es bestimmte Events of Interest gibt. Das sind die, bei denen man weiß, dass es beim Originatorpräparat eben vor allen Dingen zu Nebenwirkungen gekommen ist. Aber es wird wie in allen anderen klinischen Phase-3-Studien auch nach sonstigen Nebenwirkungen gesucht. Für Trastuzumab zum Beispiel ist es so, dass für keines der bisher bekannten entwickelten Biosimilars andere Nebenwirkungen aufgefallen werden und die bekannten Nebenwirkungen sind im gleichen Bereich wie im Originalpräparat und das wird auch nicht mit den alten Studien verglichen, sondern es wird immer im Vergleich zum Originalpräparat in einer aktuellen Studie verglichen, weil man auch immer sagen muss, dass wie bei allen biologischen Medikamenten, ob das Trastuzumab, das 2018 vom Originalhersteller angeboten wird, exakt dem gleichen Batch entspricht wie vor 10 Jahren, weiß man nicht. Also muss man aktuell vergleichen. Diese Untersuchungen sind gelaufen und die sind genau gleich. Man guckt sogar einen Schritt weiter noch. Gerade bei biologischen Medikamenten ist immer die Frage, gibt es irgendwelche immunologischen Wirkungen? Bildet die Patientin Antikörper? Bildet sie vielleicht sogar Antikörper, die das Medikament neutralisieren könnten? Das kann man manchmal beim Herstellungsprozess vorher gar nicht so absehen. Das muss man also auch untersuchen. Das ist auch untersucht worden und auch diese Antikörperreaktionen sind die gleichen. Und es gibt auch zum Beispiel jetzt keine neutralisierenden Antikörper, die das Medikament inaktivieren würden, sodass also bis ins Kleinste geguckt wird, dass auch die Nebenwirkungen gleich sind. Was passiert denn jetzt mit dem Originalpräparat? Geht das im Preis genauso weit runter, wie die Biosimilars liegen? Oder geht es vom Markt? Oder was passiert da in so einem Fall? Also man darf sich den Markt bei biologischen Medikamenten nicht so vorstellen wie bei den klassischen Medikamenten. Und die Frage kommt natürlich aus der Situation der Generika, die so einfach zum Teil herzustellen sind, dass die Markenpräparate ihre Preise nicht halten können, beziehungsweise es für die Firmen teilweise auch uninteressant geworden ist, sie weiter herzustellen. Das ist bei den Biosimilars nicht zu erwarten. Also ist kein Mensch erwartet, dass das Originalpräparat nicht mehr eingesetzt wird. Es ist auch nicht so, dass der Herstellungsprozess von Biosimilars so günstig ist wie bei Generika, sodass man eigentlich erwartet, dass die möglicherweise 10-15% günstiger sein werden, was natürlich bei den hohen Medikamentenpreisen eine Rolle spielt. Aber die Originalpräparate wird es mit Sicherheit auch weiterhin geben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.